Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass die meisten Opfer der religiösen Terroristen weltweit Muslime sind. Die muslimischen Flüchtlinge, die aus Syrien und aus dem Irak zu uns kommen, flüchten ja gerade vor dem religiösen Wahnsinn der IS. Und mit welcher Logik wollen wir diese Flüchtlinge jetzt abweisen? Wir müssen doch die moderaten Muslime und Opfer der Fanatiker unterstützen. Man kann also nicht eine ganze Religion in Sippenhaft für Terroristen nehmen. Wir wollen ein Zusammenleben zwischen den Nationalitäten, Volksgruppen und Religionen, das geprägt ist von Respekt und Akzeptanz. Wir wollen an einer Gesellschaft festhalten, wo die Demokratie, die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit die Grundpfeiler sind und wo der Fremdenhass, die Intoleranz und der religiöse oder rechte Extremismus keine Rolle spielen darf und von uns allen abgelehnt wird.